Einen wunderschönen guten Morgen. Heute sind wir hier in einer verlassenen Berufsschule mitten in Nordrhein-Westfalen. Und schaut selber, wie es hier aussieht. Wir haben gerade ein bisschen klettern müssen, deshalb bin ich ein bisschen außer Atem. Aber soweit alles gut. Das hier wieder zertrümmert. Ist das hier wieder zertrümmert? Boden, aber hier ist ja Beton. Hier ist ja jetzt der Beton. Hier ist auch keiner. Zum Dachboden, da möchte ich aber nicht hoch. Ja, mitten in der Innenstadt steht hier eine Berufsschule leer. Ein Riesengebäude. Ich gehe weiter hier rein, ne? Man weiß es ja nie, ob da noch jemand sich irgendwo versteckt. Ja, wir sind jetzt in der obersten Etage und gehen jetzt Etage für Etage runter. Weil die Schuhe sind nicht bezahlt. Quietschen. Brandschutztür. Jo, hat sich einer noch schön gemacht hier. So, Raum für Raum durchgehen. Nicht zu nah an den Fenstern, man könnte ja gesehen werden. Da war eben eine Tür. Geht die denn hin? Hier ein weiterer Raum. Eine weitere Etage.
viele, viele Bücher. Alles hier rumliegen, die ganze Einrichtung. Ist alles noch da. Wahnsinn, Leute. Spider-Man. Wohl Bereich Elektrotechnik zu sein. Warum muss man immer alles so zerstören? Schrank mal abschließen. Ich glaube, wir sind nicht alleine. Puppenköpfe. Was das soll. Ich gehe mal eben zu den Mädels zurück. Alles zerballert. Das ist nicht zu glauben.
Es riecht so nach Chemie. Was das jetzt mal gekostet hat. Alle sind so fleißig und filmen und fotografieren. Mensch, das muss einen Riesenkrach machen, so etwas kaputt zu schlagen. Das soll. Das finde ich jetzt mal besser nicht mehr. Die Räume sehen also gleich aus. Überall diese Puppenköpfe und Haare, abgeschnittene Haare. Da schaut man überall. Da. Was das zu bedeuten hat. Wer macht sowas? Ja, da ist auch nichts mehr zu retten. So, nächste Etage. Ich habe das da nicht hingeschrieben, als ich jemand fragt. Ja, ich weiß auch nicht, wer das hingeschrieben hat. Das war schon da. Eine tote Taube, die wollen wir jetzt nicht filmen. Technische Meilensteine. Englisch für technische Berufe. Da hat sich schon jemand Altmetall zusammengestellt. Und ein Telefon. Oh,
Kabel ohne Ende. Lecker. Schulsekretariat. Sören Mitzi. Linke. Scheint ein Schlafplatz zu sein. Ja, weitere Etagen oder ein Trakt. Elektronik oder Elektrotechnik, irgendwas mit Schaltkreisen. Lecker Pizza. Ein Kracher übrig geblieben. Handy-Akku. Ist ja alles Mögliche hier. Da vorne noch Kracher. Hier ist die Autobahn. Das ist ein Bildschirm. Man sieht sie nicht, aber man hört sie.
ist das hier verschimmelt hier. Boah, Leute. Ich steh raus hier. Ist aber alles zerballert hier. Hier ist ein Krach. So, weiterer Raum. Scheint wohl irgendwas mit Sanitärtechnik zu tun zu haben. Mal schauen, was hier drauf steht. Anlage, Mechaniker, Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik. Hier sind noch Chemikalien drin. Dass man so einfach so zurücklässt. Das ist der Flux. Ja, weiter Klassenraum. Ja, der sogenannte Fluxkompensator. Hydraulikschläuche. Wer weiß, was das für eine Maschine ist, der schreibt es in die Kommentare bitte rein. Eine Zentrifuge ist es nicht, um irgendwas zum Verdichten. Oder simuliert man da einen Motor? Ich habe keine Ahnung. So ein Ölfilter. Heute quietschen meine Schuhe irgendwie.
So, auf zum nächsten Raum. Mal gucken, wo meine Begleiterinnen sind. Ja. Ein weiterer Raum. Und, was ist das hier? Ein Segelboot in einer Schule. Was macht ein Segelboot in einer Berufsschule? Telefon. Vielleicht irgendwie ein Schulprojekt. Hier ist natürlich auch Farbe. Telefonbuch. Schön. Fleisch zum Aufhängen. Die Nachtkiste natürlich ohne Inhalt. War ja klar. Interessant. Jetzt sind wir unten im Keller. Hey. Ich habe meine Taschenlampe im Rucksack. Oh, das geht ja.
ja doch gesagt, dass ein Raum hier mit Bewegungsmelder ist, ne? Oder? Habe ich nicht mitbekommen. Wie gesagt, ich habe das Video noch nicht gesehen. Ja, ein weiteres Geschoss. Ach du lieber, das ist nicht, Leute. Ach du lieber Zeit. Wie sieht es hier aus? Das Paket schon rausgerissen. Durchlauf jetzt sogar noch da. Alles voller Möbel. Mal gucken, das hat doch alles mal ganz, ganz viel Geld gekostet. Ups, mal nicht so weit hier nach draußen gucken. Kinderfahrräder. Bitte, alles voll mit Schreibtischen. Wieder Puppen ohne Köpfe. Ohne Köpfe, ohne Puppen. Und die ist auch süß. Die ist sehr süß. Es ist nur die Nicole. Es ist nur die Nicole.
allen Puppen fehlen die Köpfe. Ich bin nicht ganz so laut. Hier ist direkt die Straße dran. Und du hörst sogar die Autotüren, wenn die zugreifen. Entschuldigung, Nicole. Ja, das ist doch gruselig, Leute. Das. Wer macht sowas? Hier noch ein Dreierrad. Wahnsinn. Wahnsinn. Wieder da rein. Kann ich bei ihm filmen. Keine Sache. Guck mal, alles Modellautos. Schaut mal, alte Unimog. Ein VW Käfer. Wer kennt ihn? Außer mir. VW Buggy. Das ist ein Mercedes ML. Warte, das ist eine richtige Zeitreise hier. Das ist die Rentnerklasse, die A-Klasse. Dann haben wir noch Schönes. Ich glaube, das ist ein Porsche Boxster. Ein Ferrari. Das glaube ich ist ein Lamborghini. Oh, das ist auch schön. Guck mal da, Leute. Guck mal hier. Da hat Mercedes noch Autos gebaut. Nicht so ein Schrott wie heute. Guck mal, ne? Ein Mini, ja, der darf auch nicht fehlen. Ah, noch ein Käfer. Guck mal da. Ein Käfer, ein blauer. Oh, das ist eine Frisbee-Scheibe. Ja, das ist mein Hund. So, warte mal hier noch. Was ist das denn? Ah, das ist ein Golf. Ah. CLK. Nochmal. Rennautos. Abschleppwagen. Ambulanzfahrzeug. Puh. Ein Feuerwehrauto. Ah, Leute. Ich glaube, den sieht man auch nicht mehr auf der Straße. Ein Nissan Z 240. Könnte ein 240 sein. So, hier noch. Aus wie der Knight Rider.
So, jetzt seht ihr die alle. Seht ihr die alle? So, ein letzter Blick. Ich komme gleich, eine Sekunde. Ein letzter Blick hier auf den Spielwarenladen. So. Das ist eine Berufsschule und kein fehles Fachgeschäft. Zurück an den Elefant. Jetzt ist mir warm geworden. Ist Heizung an, ne? Hier sind nur die Trapeztische, die ich meinte. Ja, mit den Trapeztischen, genau. Hier auch wieder alle Puppen ohne Köpfe. Das sind die Heizung eines Leute. Das gibt's doch gar nicht. Nee, das ist kalt. Oh, wie fühlt sich das hier warm an? Schnell vorbei. Mm-hmm.
gleich. Jo, und weiter geht's. Ganz schön ein Stäbchenpaket rausgerissen. Ich bin hier. Was ist das denn? Was ist da? Weiß ich nicht, ich muss nur ein Projekt oder ein Projekt. Ich dachte schon, das wäre so ein Bewegungsmelder. Das ist nicht so schön laufen, weißt du? Boah, krieg ich schon Schrecken hier. Was ist das? Boah, alles rausgerissen. Das ist alles Schule. Alles. Alles die Schule. Oh, ich wüsste nachher noch irgendwie hier rauszukommen. Ich komme nach. Moment. Ja, Freunde, das ist der letzte Raum, den wir hier in der Schule besuchen. Wir sind jetzt über 2 Stunden hier. Wir haben einiges gesehen, aber nicht alles. So, ich danke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Einen schönen Tag. Tschüss.